Ja, moin. Was müssen wir machen? Wir müssen sprechen über 1000 Kilometer und 48 Stunden Outlander 1000 XXC. Ja, was soll ich sagen? Bis jetzt hat Spaß gemacht. Oder 1200 Kilometer, auf jeden Fall ist der erste Service jetzt bald fällig. Die haben echt Laune gemacht. Das Ding hat Dunst ohne Ende. Kaputt ist nichts. Ausgetauscht habe ich natürlich nach dem ersten Mal Offroad Park die Bremsklötze. Da waren ja keine Sintermetallklötze drin, die habe ich jetzt eingebaut. Und seitdem ist auch Ruhe im Karton und der Kasten hält auch an. Ja, ansonsten ist eigentlich nichts passiert, außer, und das ist jetzt neu, das biete ich jetzt an, dass ich jetzt vorhin gerade mein Eco geflasht habe. Und zwar habe ich den Originaldatensatz bearbeitet händisch. Ich fahre ja immer gerne einen K&N-Luftfilter und den habe ich jetzt auch wieder eingebaut, weil wenn jetzt jemand sagt, K&N-Luftfilter bringt nichts, einmal googeln, findet ihr einen Vergleich. K&N-Luftfilter, normaler Filter. Da seht ihr mal, was für ein Luftdurchsatz das ist. Und das ist schon immens. Nur eben den Filter alleine hier einzubauen, das bringt nichts. Da muss schon noch ein bisschen was angepasst werden. Mehr Luft ist super, aber mehr Kraftstoff dazu ist dann besser. Und das kann ich jetzt euch anbieten für ja, alle Can-Am-Modelle: Renegade, Outlander, Maverick, Trackster, was es da eben halt so gibt, was so rumfährt. Genau, interessant dabei ist, für die Fahrzeuge, die keine Luftzulassung haben, sondern T3B, da kann ich auch die Höchstgeschwindigkeit rausnehmen. Diese 105 km/h, die sind dann raus. Wir haben das bei einer 650er probiert. Also die läuft jetzt 130. Ich vermute vielleicht noch ein bisschen schneller, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall schon brutal. Also wer auch hier mit so einer Tausender schon mal 125 gefahren ist, da kriegt man schon lange Arme und wenn dann noch ein bisschen Wind von vorne kommt, dann macht das auch nicht so einen Spaß. Also mir macht es jedenfalls keinen Spaß. Aber wie gesagt, die T3B-Fahrer, die haben da ja eben immer ein bisschen den Nachteil. Und bei 105 plötzlich wird man erschreckt. Ja, das, wie gesagt, das kann ich wegmachen. Das gebe ich nachher in das Video mit rein, blende ich oben die URL ein. Ein Shop, wo ihr hingehen könnt, könnt mich anschreiben, könnt mich über YouTube anschreiben, über Facebook anschreiben. Falls ihr Fragen dazu habt, wie das läuft, wie das abläuft, was wir da machen können und so weiter, das ist kein Problem. Das biete ich an, wie gesagt, für alle Can-Am-Modelle, ob von einer 570er, 650er, 800er, 850er, 1000er, alles mit dabei. Ich kann die Daten halt auslesen und die dann halt händisch modifizieren, das ist nicht so ein Fertigdatensatz, das mag ich nicht so gerne. Ja, wie gesagt, also wenn ihr da Fragen habt, gerne schreiben. Ich habe es jetzt hier gerade gemacht. Ich weiß ungefähr, wie das jetzt fahren müsste. Da werde ich mich gleich nochmal von überzeugen. Das macht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spaß jetzt. Also Leistungssteigerung, wenn man das leicht anfasst, den Datensatz, dann sind da so 10% drin. Also wenn diese hier 91 PS hat, 10% dazu, da brauchen wir nicht groß rechnen. Das ist schon eine ganze Menge, wie gesagt. Also da geht einiges und da kann man auch schön was machen. Für wen es interessant ist, einfach melden. So, was kommt noch in Zukunft? Ich habe jetzt gerade einen neuen Online-Shop aufgesetzt. Dazu sind gekommen die ganzen Klamotten von Fintrail aus Estland, die habe ich jetzt im Programm. Da kommt jetzt in 14 Tagen die erste Lieferung an. Also Watthosen, Jacken, Watthosen mit Neoprenfüßchen dran, wo dann gleich die passenden Schuhe dazu, wo es gleich die passenden Schuhe dazu gibt. Ganz nett. Da gibt es auch, wenn die Sachen dann letztendlich da sind, ein bisschen was ist im Shop schon drin, aber das ist im Zulauf, gibt es dann auch paar nette Einführungspreise dafür. Wie gesagt, die Saison startet. Ich habe die Sachen jetzt ein Jahr ungefähr und bin damit schon viel unterwegs gewesen. Also ich möchte die Klamotten nicht missen. Wirklich auch für kleine, dicke Leute wie mich, da gibt es auch was, wo die Watthose wirklich die Superlänge hat und auch alles perfekt sitzt und so weiter. Die Schuhe dazu, die machen schön warme Füße.
Das ist wirklich super. Also, wie gesagt, Online-Shop blende ich oben ein. Da könnt ihr mal gucken. Dann haben wir natürlich für Can-Am da noch ein paar andere Sachen. K&N-Luftfilter, Sportauspuffanlagen, Reifen haben wir da natürlich auch. Wie gesagt, das geht zu meiner normalen Tätigkeit hier von der Kfz-Werkstatt. Geht das halt mit und da biete ich das auch mit an, das eben halt zu machen. Also auch das Flashen vom Steuergerät, das kann ich auch bei euch vor Ort machen. Allerdings müsst ihr dann ein bisschen was für die Anfahrt bezahlen. Das biete ich deutschlandweit an. Manch einer hat halt keine Möglichkeit, das Ding aufzuladen oder herzukommen. Oder vielleicht passt das auch gerade mal, dass ich irgendeinen Termin in der Nähe habe oder es sind mehrere Leute, können wir über alles reden. Das ist kein Problem. Andere Hersteller kommen, aber das dauert noch ein bisschen. Als nächstes wird Polaris dann noch kommen. Wie gesagt, aber das sieht man dann alles im Shop, wenn das halt da ist, online ist und so weiter. Genau, ja, was kommt noch? Ein paar Sachen sind in Produktion, die lasse ich selber bauen. Es wird mal, das ist hier natürlich alles Serie und das mag ich halt nicht, es wird mal einen schönen Alu-Schalthebel geben. Der wird es auch eine Sonderserie geben mit einem ganz bekannten Can-Am-Händler aus Deutschland, der da drauf sich verewigen wird. Das ist so eine Sonderserie, ansonsten gibt es da so ein paar verschiedene Ausführungen davon. Ebenfalls gibt es einen Alu-Luftfilterdeckel, das habe ich hier nur schon wieder zugemacht. Der ist auch in der Produktion, das wird nicht mehr lange dauern, bis die Sachen kommen. Dann gibt es einen vernünftigen O-Ring da an dem Luftfilter, weil dieser Plastikdeckel mit dem Schaumstoff, das ist ja, naja, sag ich mal, grenzwertig. Genau, da gibt es was. Einige andere Sachen kommen auch noch aus Alu, so einige kleine Verschleißteile an der Schaltung und so weiter. Das lassen wir auch gerade produzieren. Das wird auch hier in Hannover hergestellt, die Sachen. Das macht ein Bekannter von mir, der hat einen großen CNC-Betrieb. Der macht das und ja, wie gesagt, also da kommt immer irgendwas. Wenn ihr da noch Ideen habt, was man noch brauchen könnte, was man noch Schickes machen kann aus Alu, immer her mit den Ideen, da können wir immer irgendwas machen. Da finden wir bestimmt zusammen, freue ich mich drüber. Ich habe schon einige Anstöße von meinen Bekannten bekommen, die werden wir wohl auch umsetzen, das ist gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also was noch kommt, sind diese, die sind auch schon in Produktion, diese, sieht man das hier, die Kennzeichenschoner, Schützer. Ne, wenn ihr im Offroad-Park seid, dann habt ihr das Kennzeichen so vollgesaut und wenn ihr von da wegfahrt, dann kann es keiner mehr lesen. Deswegen haben wir diesen Schützer gemacht. Das ist jetzt keine Neuerfindung von uns, das gibt es schon, aber wie gesagt, wir haben halt jemand, der stellt die von Hand für mich her. Das finde ich ganz nett und das kann man natürlich auch mit Werbung drauf haben, dann müssen wir mal sehen. Ja, wie gesagt, also ansonsten, ich bin voll abgekommen vom Thema. 1000 Kilometer Spaß oder 1200 Kilometer Spaß. Einzigste, was ich sagen muss, ist, die säuft ganz schön. Also, die ist ganz schön durstig. Macht aber nichts. Wir wollen ja auch Spaß haben. Ja, und ansonsten habe ich wirklich nichts gehabt, was hier irgendwie in irgendeiner Weise kaputt gegangen ist. Es ist einfach alles heil. Doch, ich habe doch was. Das zeige ich euch noch schnell. Hier oben am Tacho, da sind diese beiden ja eigentlich Gumminüpsel, um halt eben da das Display durchzuschalten, Stunden anzugucken und. Ja, und siehe da, die sind weg. Und ich hatte neulich da mal was meine Handschuhe draufgelegt und bin dann auch 5 Meter gefahren und habe gelenkt, aber davon kann es nicht sein. Und Rückfrage von meinem Händler sagte dann halt, ja, das haben wir schon mal gehabt. Also da gibt es jetzt beim Servicetermin gibt es da jetzt einfach oben hier, ich weiß nicht, was da alles ausgetauscht wird, auf jeden Fall gibt es da oben, das kann man einzeln aufmachen hier, da gibt es auf jeden Fall mal 2 neue Gummipinöpsel, damit man da wieder vernünftig drücken kann. Jetzt muss man da irgendwie mit dem Finger so ein bisschen drin rumwurschteln oder mit dem Schlüssel. Natürlich auch nicht so schön, aber naja, wollen wir mal gucken, ob die neuen dann besser halten als die alten. Aber das war jetzt wirklich alles, was kaputt gegangen ist. Sonst einfach nichts. Wie gesagt, alles andere blende ich oben ein. Ich freue mich, wenn ihr mal im Shop vorbeiguckt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, mailt mir, ruft mich an, egal. Can-Am habe ich immer ein offenes Ohr, alles andere natürlich auch. Also,
viel Spaß und bleib gesund.